Meine Damen und Herren, nachdem am 18. Oktober des letzten Jahres der Bundestag mit der ganz großen Merkel-Koalition, also unter Einschluss der Grünen und der FDP, die Gründung dieses sogenannten Forums Recht beschlossen hat, geht es heute und auch in der nächsten Woche, die Sache scheint also offenbar sehr eilig zu sein, um die dazugehörige Stiftung, die auch einige sehr viele Pöstchen aufweist, die natürlich dann von Ihnen besetzt werden können. Herr Fechner, Sie haben angesprochen, das wäre hier alles überparteilich. Also ich muss da so ein bisschen Wasser in Ihren Wein kippen. Also die AfD ist auch in dieser Hinsicht nicht Bestandteil der Nationalen Front, muss ich Ihnen sagen. Wir scheren da aus und haben da eine dezidierte andere Meinung zu. Zu dem geplanten Museum in Karlsruhe, meine Damen und Herren, hatte Thomas Seitz vor einiger Zeit hier Ausführungen gemacht. Herr Seitz ist leider krank heute. Thomas, von hier aus gute Besserung. Ich wiederhole noch mal kurz, was Herr Seitz zu dem Museum gesagt hatte. Er sagte, der Rechtsstaat gehört in kein Museum. Der Rechtsstaat ist kein Ausstellungsobjekt, meine Damen und Herren. Der Rechtsstaat muss jeden Tag aufs Neue gelebt und mit Inhalt gefüllt werden. Und dazu gehört nun einmal zunächst zum Beispiel die unangreifbare Berufung von Verfassungsrichtern. Und da geht es nun einmal nicht, dass der stellvertretende Fraktionsvorsitzende einer Regierungsfraktion, also Herr Habert, von heute auf morgen zum Richter am Verfassungsgericht und demnächst dann auch zum Präsidenten mutiert, meine Damen und Herren. Auch von den Vertretern der Exekutive, also von der Regierung, wird rechtsstaatliches Handeln gefordert. Deren Aufgabe ist es, das Recht nach den Prinzipien des Grundgesetzes und dem einfach gesetzlich geregelten Willen des Gesetzgebers umzusetzen. Und da gehört auch eine Bundeskanzlerin zu denjenigen, die dem Gesetz unterworfen sind, meine Damen und Herren. Schließlich von der Judikative, also von den Gerichten, verlangt der Rechtsstaat, dass sie unabhängig von jeder Ideologie und politischer Anschauung gleiches Recht für alle sprechen. Das, meine Damen und Herren, ist die berühmte Augenbinde der Justitia. Sie kennen die Bilder alle. Ein gutes Gegenbeispiel ist die Verfassungsrichterin Beer beispielsweise, die sich selbst als Feministin, was immer das sein mag, definiert und sich vor ihrer Berufung bereits intensiv damit beschäftigte, wie man ihre und andere krude Gender- und Quotenideologien in die deutsche Rechtspraxis einfließen lassen könnte. Diese Frau Beer ist nun die Beauftragte des Bundesverfassungsgerichts für dieses Museumsprojekt. Und dies lässt aus unserer Sicht Schlimmes erahnen. Mann oder Frau macht damit doch den Bock zum Gärtner oder, wie man gendert, das Mutterschaf zur Gärtnerin, meine Damen und Herren. Wenn eine exponierte Vertreterin dieses ideologischen Rechtspositivismus, manche sagen auch einfach schlicht dieses Unsinns, an der Gestaltung eines solchen Projekts, zumal an wichtiger Position, beteiligt wird. Meine Damen und Herren, aber auch einige Vereine, aus denen die Mitglieder des Stiftungsbeirates kommen sollen, ich nenne da exemplarisch nur den Deutschen Anwaltverein unter seinem mehr als seltsam agierenden Präsidenten. Auch einige Vereine, meine Damen und Herren, die da Pöstchen abgreifen sollen, sind nicht allererste Wahl, wenn es darum geht, den Rechtsstaat so zu präsentieren, wie er im Sinne des Grundgesetzes mit Ewigkeitsgarantie ausgestattet ist und Bestandteil unserer Grundordnung ist. Nämlich ein Rechtsstaat ohne Gender und überhaupt irgendwelche Quoten, ohne Diskriminierung politisch Abweichender und ohne Einschränkung der Grundrechte auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit durch Orwellsche Konstruktionen wie Hate-Speech-Projekte, meine Damen und Herren. Wie die Schwerpunktsetzung dieses Stiftungsprojektes sein soll, wird auch daran sichtbar, dass im Stiftungsbeirat letztendlich ein Mehrfaches an Nichtjuristen wie an Juristen sitzen soll. Und diese nichtjuristischen Beiratsmitglieder werden dann vom Kuratorium aus gesellschaftlichen und kulturellen Initiativen und Institutionen ausgewählt, meine Damen und Herren. Aus gesellschaftlichen und kulturellen Initiativen und Institutionen. Wer denkt da nicht gleich an im Krampf gegen rechts gestählte, ja, hyperaktive, antifa-nahe, staatlich alimentierte Gruppen und Grüppchen? Die werden da zum Tragen kommen, meine Damen und Herren. Das macht deutlich, es geht Ihnen nicht darum, den Rechtsstaat so darzustellen, wie ihn unsere Verfassung mit Ewigkeitsgarantie vorsieht, sondern es geht Ihnen darum, Interpretationen vom Stapel zu lassen und Utopien auszuleben, was der Rechtsstaat nach Auffassung dieser seltsamen berufenden Personen sein soll. Und wenn Sie dann noch ein bisschen weiterdenken, dann würde es mich persönlich nicht wundern, wenn wir im Stiftungsbeirat oder in irgendwelchen Gremien dann auf so Gestalten wie den GEZ-Clown Böhmermann oder auf ehemalige Stasi und heutige Zivilgesellschaftsspitzel wie Frau Kahane treffen
werden. Meine Damen und Herren, es bleibt dabei, wir als AfD-Fraktion lehnen sowohl das Museum als auch diese komische Stiftung ab. Der Rechtsstaat gehört nicht ins Museum, der Rechtsstaat muss gelebt werden. Und eine Stiftung, die dazu dienen wird, Versorgungsposten zu schaffen und missbraucht werden wird, Multikulti- und Genderpropaganda zu machen, meine Damen und Herren, die braucht kein Mensch. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Thorsten Frey das Wort.